Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Kraut in Küche. Heute habe ich wieder ein schönes Kraut für euch und zwar einen richtigen Pflanzenriesen, das Mädesüß. Das Mädesüß seht ihr hier und das ist eines von den vielen Doldenblütlern, die jetzt im Sommerjahr überall wachsen. Das Schöne aber an dieser Pflanze ist, dass man diesen Doldenblütler ganz leicht erkennen kann, im Gegensatz zu vielen anderen, die man ja auch leicht verwechselt. Mädesüß hat nämlich, wie man hier sieht, ganz zwar auch weiße, aber sehr, sehr flauschige Blüten. Und das macht dieses Kraut so speziell. Außerdem erkennt man es neben dem Aussehen vor allem auch am Geruch. Denn wie schon der Name sagt, Mädesüß, der Duft vom Mädesüß ist unheimlich süß und man riecht das schon in 2, 3, 10 Metern Entfernung, wenn man eine gute Nase hat. Das Mädesüß wächst ganz besonders gern auf feuchten Böden und ebenso wie hier auch in der Nähe von Gräben oder kleinen Bächen. Also da könnt ihr es am leichtesten finden. Immer wenn ich das Mädesüß irgendwo sehe, muss ich an eine richtig starke Frau denken oder an eine Diva. Es kommt mir irgendwie so vor, weil es vielleicht auch so groß ist und so hoch wächst, dafür aber so ganz zarte, flauschige Blüten hat, fast schon pelzartig und eben weil es auch diesen Duft verströmt, fast wie ein ganz blumiges und erdiges Parfüm. Und tatsächlich, einer der vielen Namen des Mädesüßes ist auch Wiesenkönigin. Man kennt es aber auch unter dem Namen Bocksbart oder Wiesengeißbart. Vielleicht, weil viele Menschen sich durch diese Blüten auch an einen richtigen Bart erinnert gefühlt haben. Noch ein anderer Name des Mädesüß ist zum Beispiel wilder Flieder oder auch Bienenkraut. Und wenn ich hier so stehe, sehe ich das schon, da sind tatsächlich ganz viele Bienen unterwegs hier im Mädesüß. Kein Wunder, es duftet ja auch meterweit und es hat für die Bienen einen richtig tollen süßen Nektar. Königlich am Mädesüß ist aber nicht nur die zarte und pelzige Blüte oder der grandiose Duft, sondern die Pflanze in ihrer ganzen Statur, wie man hier sieht, die ist schon einige Zentimeter größer als ich und richtig herrschaftlich stark und groß gewachsen. Und auch am Blatt könnt ihr das Mädesüß erkennen. So wie ihr hier seht, das Mädesüß hat ganz dunkelgrüne Blätter, die immer hier sich parallel verzweigen und oben so ein wunderschönes dreizackiges Blatt am Ende. Wer von euch sich ein bisschen mit Astrologie und den Planeten auskennt, das Mädesüß ist auch dem Jupiter unterstellt. Früher hatte man ja für alle Pflanzen, die man fand, eine bestimmte Richtung, die mit den Planeten zusammenhing. Und der Jupiter, das wissen vielleicht manche von euch, ist der König unter den Planeten. Und zwar der positive, der fröhliche und der richtig ausschweifende, wohlmeinende Herrscher. Unter den Planeten und eben hier auch unter den Pflanzen. Also eine wahre Königin und zwar nicht nur dem Aussehen nach, sondern auch den Inhaltsstoffen und der Wirkung. Für die alten Kelten und die Druiden der Kelten war übrigens das Mädesüß eine der allerheiligsten Pflanzen überhaupt, zusammen mit der Wasserminze und dem Eisenkraut. Aber nicht nur die alten Druiden, sondern auch das gemeine Volk hat ganz viel mit dem Mädesüß gemacht. Unter anderem hat man es zum Beispiel benutzt, um den Wein zu süßen und zu aromatisieren. Nicht nur, weil es dann besonders gut schmeckte, sondern das Mädesüß ganz entsprechend dem Jupiter und seiner positiven Art wirkt tatsächlich auch als Stimmungsaufheller. Ja, und weil das Mädesüß so gut duftet, hat man es auch benutzt mit anderen Pflanzen zusammen, indem man es morgens auf den Küchenboden gestreut hat. Das gab dann einen ganz angenehmen Duft, also so eine Art Streukraut. Und wenn es dann getrocknet war, hat man es dann abends wieder zusammengefegt. Und so hatte man immer einen guten Geruch in der Küche und in der guten Stube. Das Mädesüß war auch eine der Pflanzen, mit der man gerne Bier gebraut hat. So wie ja auch schon der Gundermann. Früher war es, wie ich ja schon mal gesagt habe, gar nicht üblich, den Hopfen für das Bierbrauen zu nehmen, sondern man hatte eine ganz weite Bandbreite an Kräutern und eben auch das Mädesüß, das das Bier ganz besonders süßlich und lecker gemacht hat. Was macht das Mädesüß für uns noch so wertvoll? Vor allem enthält es ganz viele wichtige, interessante Inhaltsstoffe. Wie viele Pflanzen ja Gerbstoffe, Flavonoide, wirksame ätherische Öle und vor allem Salicylsäure. Und manche wissen das vielleicht, Salicylsäure ist einer der Hauptwirkstoffe von Aspirin. Früher hat man Aspirin tatsächlich aus Inhaltsstoffen oder als Bestandteilen von Mädesüß hergestellt. Und daher kommt sogar der Name Aspirin. Spiräe ist nämlich der lateinische Name für das Mädesüß. Der vollständige Wirkstoff im Aspirin heißt nämlich Acetylsalicylsäure. Und beim Aspirin steht das A für Acetyl und Aspirin kommt von Spiräe, also Mädesüß. Ja, diese Acetylsalicylsäure oder die Salicylsäure im Mädesüß,
Die wirkt leicht blutverdünnend und entzündungshemmend. Anders als das Aspirin, das wir kennen, hat unser Meldesüß noch viele, viele andere Vorteile. Unter anderem wirkt es stark schweißtreibend und harmtreibend und ist deshalb auch gut bei Erkältungen. Außerdem wirkt es antibakteriell und es ist sehr stark basisch, also eine der allerbasischsten Pflanzen überhaupt. Es kann richtig die Säuren im Körper, vor allem die überschüssigen Säuren im Magen und im Darmbereich, binden und ausleiten. Eigentlich kann man tatsächlich sagen, dass das Mädesüß die Pflanze ist, gerade in unserer Kultur und in unserer Zeit. Denn dadurch, dass es so sehr basisch wirkt und die Säuren im Körper richtig ausleiten hilft, ist es eben genau das, was viele von uns auch brauchen, wo wir doch so viel Weißmehl, Süßigkeiten und Kaffee zu uns nehmen und eben auch manchmal ganz schön viel Stress und Hektik und viel um die Ohren haben. Das Mädesüß wirkt deswegen auch besonders bei all den Krankheiten und Symptomen, die mit einem übersäuerten und überstressten Leben zu tun haben. So zum Beispiel das klassische Sodbrennen oder auch Magen-Darm-Entzündung oder Gastritis, also Entzündung der Magenschleimhaut. Wunderbar ist es zum Beispiel auch bei anderen klassischen Säurekrankheiten, nämlich Rheuma, Gicht und Arthritis. Im Grunde sind das ja alle Symptome und Krankheiten, die in einen Bereich gehören, nämlich dass der Körper zu übersäuert ist und zu viele Säuren überall im Körper versucht abzulagern oder eben sie nicht ausleiten kann. Und bei all diesen Krankheiten wirkt eben das Mädesüß besonders hilfreich. Auch bei Brechreiz und starker Übelkeit ist das Mädesüß die Pflanze der Wahl. Und manche sagen, es ist eine wundervolle Pflanze bei allen Kinderkrankheiten. Also kann man sich aus den Mädesüßblüten einen wunderbaren Sirup machen, den man dann den Kindern neben anderen begleitenden Therapien bei verschiedenen Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps, Röteln oder Windpocken geben kann. Diese ganz stark entsäuernde und beruhigende und auch sehr reizlindernde Wirkung des Mädesüß kann man dann auch wieder übertragen auf den psychischen Bereich. Wie schon gesagt, früher hat man das Mädesüß dem Jupiter, dem großen, fröhlichen und ausschweifenden König zugeordnet. Und im Grunde ist das immer noch eine der Wirkungen von Mädesüß, dass es nämlich auch den seelischen und den geistigen Bereich beruhigen kann und übertragend entsäuern. Und so kann uns das Mädesüß durch seine duftende und königliche und aromatische Art auch auf seelischer Ebene helfen, uns zu beruhigen und zu entspannen und wieder mehr zu uns selbst zu finden. Also auch bei seelischer und mentaler Übersäuerung, wenn man heimlichen oder offensichtlichen Groll hegt oder richtig wütend ist oder wenn man sich einfach mehr geliebt fühlen will, das Mädesüß ist dann die Pflanze der Wahl. Und was macht ihr, wenn ihr das Mädesüß irgendwo seht? Am besten sucht ihr euch einfach irgendwo einen wunderschönen, gemütlichen und lauschigen Platz direkt unter dem Mädesüß. Und dann setzt ihr euch einfach hin und lasst euch von diesem wunderbaren, blumigen Duft und von dieser ganz starken Energie vom Mädesüß richtig neu und frisch aufladen. Und wenn ihr mögt, nehmt ihr euch noch ein paar Blüten, Dolden und Blätter mit nach Hause. Da gibt es nämlich auch ganz viele Rezepte, was ihr damit zu Hause und auch für spätere Zeiten und im Winter machen könnt. Ich liebe das Mädesüß übrigens vor allem ganz einfach als Tee. Der schmeckt tatsächlich ganz ohne Süßungsmittel, leicht süßlich und ich finde auch wirklich ganz dem Jupiter entsprechend. Es heitert mich richtig auf und gibt mir wieder neue, positive Energie. Ein paar andere Rezepte zum Mädesüß, unter anderem zum Beispiel auch eine Salbe gegen Gichtknoten und Beulen, findet ihr wie immer hier in der Videobeschreibung. Und wie immer, wenn ihr noch Fragen habt oder noch andere interessante Sachen über das Mädesüß zu sagen habt, die ich hier noch nicht erwähnt habe, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und euch wünsche ich jetzt noch einen entspannten, fröhlichen, süßen und königlichen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!